Hallo, ihr Gwirlinge! Merit grüßt euch in voller Rüstung von seinem Teleporter in Gwirland und wer bisher aufmerksam mein komplettes Let's Play von Force of Nature 2 verfolgt hat, dem wird auffallen, dass nicht so ganz klar ist, wo dieser Teleporter jetzt eigentlich steht, weil rundherum sieht es ein bisschen anders aus und das aus gutem Grund, denn wir haben zwar heute vermutlich eine reine Kampfepisode vor uns, in der tiefen Welt gibt es einiges mehr noch umzuhauen und zu befrieden, aber damit es nicht ganz so eintönig wird, habe ich den Umbau von Gwirland angefangen, und zwar off-cam. Und das ist das bisherige Ergebnis. Ich habe diese Palisadenwand nach außen verlegt und auch die andere und auch die dritte. Habe deswegen sehr viel mehr Platz, habe die Ackerflächen, die Saatbeete auch U-förmig angeordnet hier oben in der Ecke. Und habe hier jetzt ein bisschen mehr Platz für meine ganzen Kisten. Und auch hier, die Ställe sind nach außen gewandert. Aber all das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist natürlich, dass Merit jetzt ein steinernes Häuschen hat. Und das ist auch beträchtlich vergrößert worden. So sieht es im Moment aus. Von außen, das ist ein Steinhaus. Mit Dachziegeln. Ja, die Fensterläden können in gewohnter Weise auf- und zugemacht werden. Und deswegen muss auch der Teleporter umziehen. Und so sieht's drinnen aus. Hossa, da ist die Geisterschar. Bei Merit spukt's. Und es sieht noch ein bisschen leer aus gutem Grund, weil zum einen kommen noch ein paar Tische dazu. Dieser Hexenmeistertisch, dieser Dunkelzauberertisch, was auch immer. Und zum anderen möchte ich natürlich auch mal ein paar Sachen hier hinstellen in Merits Häuschen, die nicht so wirklich nur was mit Arbeit zu tun haben. Und da wäre zum einen, was haben wir denn da? Wir haben hier einen Schrank. Der bietet 48 Lagerplätze. Eine Truhe Level 3 bietet lediglich 28, also das müssen wir unbedingt haben. 20 Bretter, 15 Nägel, also da reicht ein solcher Schrank. Und leider weiß ich nach dem Umräumen der Truhen nicht mehr, was hier eigentlich wo ist. Ah ja, Holz da oben. Wo sind denn die Bretter? Ah, hier sind welche. Gut. In diesen Kleiderschrank kann ich dann Merits Kleider einsortieren und diesen ganzen Raffelkram, den wir da haben mit dieser und jener Maske. Wie machen wir das? Wo kommt der überhaupt hin? Schrank bauen. Wie sieht denn der aus? Wo ist da vorne? Wo ist da hinten? Das ist vorne. Ah, komm, der kommt da in die Ecke. Zimmert einen Schrank. Wie sieht der aus? Merit, beobachte das. Da kommt deine Wäsche rein. Das ist wichtig. Erst der Boden. Ja, logisch. Dann die Wände. Das ist wie, wenn man so einen IKEA-Schrank aufbaut. Da geht das ganz genauso. Dann die Zwischenbretter. Sonst fällt der zusammen. Dann oben. Sonst fällt er zusammen. Und am Ende die Türen. Sonst fällt er zusammen. Nicht wahr? Ah, noch ein paar stabilisierende Fächer mehr. Alles klar. Du kannst aber nicht viel... Ach, das sind Schubladen. Ah, verstehe. Du kannst aber nicht viel aufhängen in dem Schrank, gell? Ein hübsches Türchen. Mit Kupferbeschlägen sogar. Wow, Merit. Oh, so schlecht ist der Schrank gar nicht. Sieht zwar ein bisschen auch aus wie ein Küchenschrank, aber ich will nicht meckern. So, da sortieren wir alle möglichen Sachen rein. Das mache ich aber off-cam. Das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Ihr müsst jetzt nicht umräumen. Dann haben wir noch weitere Dinge, die wir bauen können, wenn ich im richtigen Menü bin. Das wäre, gucken wir mal hier durch, ein Bett. Dafür brauchen wir, endlich mal wieder Baumwollstoff, Federn, noch ein paar mehr Bretter und Stroh. Das Kissen ist mit Federn gefüllt, die Matratze mit Stroh. Wo ist es denn? Holz. Ach, da war ja nichts. Nehmen wir das da. Stroh ist kein Problem. Stoff ist kein Problem. Und Federn auch nicht, aber in den richtigen Korb langen. Im anderen ist Tierdung drin. Jetzt fehlt noch ein bisschen Stroh hier. Oh, wo habe ich das? Vielleicht ja da. Ja. So. Das müsste alles sein. Das Bett kann man benutzen, um
Zeit zu überspringen, glaube ich. Also Schlaf muss man ja in dem Spiel nicht, spielmechanisch. Und rollenspielerisch hätte ich es zwar vielleicht mit Schlafen gespielt hier, aber das Bett haben wir ja viel zu spät. Ach, guck mal, wie süß. Warte mal, wo machen wir das denn jetzt hin? Vielleicht dann irgendwie so neben den Schrank? Ich habe es jetzt mal gelassen, hier noch irgendwelche Zwischenwände einzuziehen. Das macht es ja auch nicht besser. Ist ja eh keiner da, der Krach macht. Doch, die Geister, die machen Krach. Wir haben Poltergeister, wenn die am Arbeiten sind, während Meret schlafen will, theoretisch. Aber gucken wir uns mal das Bett an. Das ist ein sehr rückenschonendes Lattenrost, was da gebaut wird. So ein Lattenrost ohne Rost und ohne Latten. Und plötzlich ist es da, mit Bettgiebel. Und Sackkleinen als Bettwäsche. Naja, besser als nix. Ja, bisher hat's du nix. Also meckern wir nicht. Dann haben wir im Baumenü, können wir einen Trog hier daneben hinstellen. Nein, wir haben... Ah, guck, es gibt auch Trennwände, tatsächlich. Die sind dann wohl... Ach, die sind dann... schmaler oder so. Weil es gibt ja hier die Steinmauer. Die habe ich ja jetzt genommen. Die braucht, also so eine Steinmauer braucht 30 Steine, 5 Zement. Und eine Trennwand braucht das gleiche. Also ist die wohl auch nicht dicker. Ach doch, die kann nur innen platziert werden. Wieso kann ich eine Wand, die ich nur innen platzieren kann, mit einem Fenster versehen? Das finde ich nicht logisch. Naja, auf Trennwände verzichte ich. Ziegeldach habe ich schon oben drauf getan. Das können wir uns auch mal versuchen, aus der Totalen anzuschauen. So total es halt geht. Also, dadurch, dass das Haus so groß ist, wird das hier in 3 Schüben nach oben gebaut. Und je größer das Haus ist, desto größer, desto höher ist dann der Dachaufbau. Guckt euch das mal an. Wow. Es haben Merit und die Geister gebaut. Wobei die Dächer, die sind plötzlich da. Da gibt es keine Bauanimation für Dächer. Aber zurück zum Innenausbau. Kohlebecken, die würde ich eher draußen sehen. Laterne, na. Tendenziell auch eher draußen. Oh, eine Laterne kostet 3 Eisenbarren. Wow, ist das viel. Ei, ei, ei. Gucken wir uns erstmal einen Leuchter an. Ich glaube, sowas gibt es auch. Das ist dann eher was für innen, glaube ich. Hier. Ein Eisenbarren, 2 Schwefel. Ach komm. Wir nehmen jetzt mal so ein Stack Eisen. Das wenige Eisen, was ich noch habe. Wo ist denn hier Eisen? Hier. Wir nehmen jetzt einen Stack Eisen und denken nicht darüber nach, was wir damit tun. Und brauchen Schwefel. Oh je, wo ist denn Schwefel? Bei den Bomben vielleicht. Und Sackleinen. Dafür haben wir genug. So. Und dann gucken wir mal, wo wir hier so ein paar Kerzenleuchter hin tun. Ach, das ist dann mit Fuß. Okay, verstehe. Naja, da würde man ja schon sagen, rund um Merits Bett. Hier vielleicht einer hin oder da in die Mitte von dieser Wand. Ja, da stelle ich einen hin. Dann stelle ich mal da einen hin. Ich hoffe, die gehen dann nachts von alleine an. Jetzt habe ich hier diese Zwischenräume zwischen diesen Gewächshäusern. Ich habe übrigens ein Gewächshaus geschrottet, weil es hier nicht genug Fenster gab. Die Zwischenräume für die Gewächshäuser sind eigentlich so, dass man hier eine Truhe hinstellen kann auf der anderen Seite. Ich habe draußen so viele Truhen, es macht keinen Sinn, die alle reinzuräumen. Hier ist nur die Truhe, die halt wirklich für diese Gewächshäuser da ist. Und der Schrank wird sein Übriges tun. Insofern können wir... Oh, guck mal, die leuchten ja immer. Wow. Können wir hier wahrscheinlich mit Leuchtern um uns werfen. Und sagen, da kommt noch einer hin und da kommt noch einer hin. Ja. Ich habe die Küche auch nach innen geräumt, bin damit aber nicht zufrieden, weil die Küche, die kann man nicht näher an die Wand ranrücken. Das geht nicht.
Weil das, was hier gerade so ein bisschen heller wird, diese 3x4 Felder, das ist die Küche. Das heißt, die Küche steht feldermäßig an der Wand und ich kann sie nicht noch weiter an die Wand setzen. Das ist nicht möglich. Ich bin echt am Überlegen, ob ich die wieder rausschaffe. Ist eigentlich Quatsch, aber auf der anderen Seite, ich habe eh keinen Schornstein hier, wo der Qualm vom Ofen abziehen würde. Insofern ist es sowieso ungesund, das drinnen zu haben. Dann schaffen wir die wieder raus. Das ist irgendwie dann doch besser. Räumt es erstmal irgendwo da mitten in den Weg. Wo das dann später noch hinkommt, das entscheide ich dann noch. So, jetzt haben wir hier ein paar Kerzenleuchter. Was haben wir noch an schönen Sachen? Das haben wir alles. Eine Fackel, das ist so für draußen. Diese Fackeln, also diese ja, Laternen letztlich, die gehen ohne Eisenbarren. Wohingegen die richtig guten Laternen, die wir dann da oben sehen, die da, die gehen nur mit... Wie ist denn das? Ist das... Ach, guck mal, so sieht das aus. Aha. Muschelfarm, Lager voll, Alarm. So, wo sind denn die Muscheln? Die sind, glaube ich, hier in dieser namenlosen Truhe. Ja. Ja, ich denke, wir sollten hier am Haupttor von und zu Gwirland eine Laterne mal setzen. Ich habe übrigens ein paar Bäume stehen lassen, die nicht im Weg waren. Ja, dann wahrscheinlich. Oder man macht das draußen. Man könnte jetzt hier eine Laterne setzen. So lange, bis man auf Respawn stellt, dann kommen die Schweine und rammeln die Laterne um. So seitlich? Oder doch eher so. Aber da müsste man hier dieses ganze komische Weg beleuchten. Na, das ist alles... ich bin mir unsicher. Vielleicht bauen wir erstmal eine Laterne neben die Tür. Da draußen haben wir ja nicht viel davon. Da läuft ja auch keiner lang außer wilden Schweinen. Dahin oder dahin? Ach, mach mal dahin. Wir können sie ja versetzen. Können die Geister mal was machen. Und mehr Laternen brauche ich jetzt eh nicht, weil ich weiß, ob ich noch Eisen brauche. Und Eisen ist ein Riesenproblem. So, hier, drei Barren. Was haben wir noch? Vielleicht setze ich pro Episode, die noch kommt, eine Laterne. Mal sehen. Was haben wir denn noch? Wir haben noch eine Bank. Kann man draußen zum Beispiel an die Wand stellen. Einen Gartenzwerg. Ich finde, ein Gartenzwerg muss sein. Kann nur außen platziert werden. Wir brauchen Ton. So, wo war Ton? Ist alles umgeräumt. Ton war, glaube ich, hier. Oh, nur noch 12. Ist das... 15, kann nicht wahr sein. Ah, jetzt muss ich ja mal Ton schippen, um ein Gartenzwerg zu machen. Aber das machen wir. Ich habe nämlich den ganzen Ton, den ich hatte und den ich auch abgebaut habe, für diese Dachziegel gebraucht. Die musste ich ja brennen. Die normalen Backsteine habe ich größtenteils aus abgebauten normalen Steinen geformt. Aber die Dachziegel muss man tatsächlich aus Ton brennen. Da gibt es kein alternatives Rezept dafür. Ah, hier. Oh, so Ton. Sehr schön. Deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen Ton schippen. Das kann man auch hier mit der Beschleunigung machen. Also Meretsch hackt nicht nur schneller gegen Feinde mit diesem Berserker, sondern er schippt dann auch schneller. Und ich glaube, das, was wir hier gerade geschippt haben, wenn er wieder fertig ist gleich, das reicht locker aus für alle Gartenzwerge, die wir brauchen. Und wir werden natürlich alle aufstellen, also jede Farbe. Ich glaube, es gibt drei verschiedene Farben. Also, Gartenzwerge.
Es gibt den grünen, einen roten und einen blauen. Hm. Wo stellt man denn hier Gartenzwerge hin? Ja, eigentlich in den Garten. Wir haben ja gar keinen Garten in dem Sinne. Wir haben ja hier nur Nutzbeete. Aber man könnte hier und da einen Gartenzwerg hinstellen, zum Beispiel. Dann nehmen wir mal hier den grünen. Der steht da. Und einen blauen, der stünde dann dort, zum Beispiel. Und den letzten, den stellen wir woanders hin, wo ganz anders. Den stellen wir hier an die Wand. Was hier so schmuddelig aussieht mit dieser Erde. Aber unter das Fenster, ein Gartenzwerg, ich weiß nicht. Vielleicht machen wir die Kühe irre und stellen den hier hin. Ist auch noch rot. Oder ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wo ich den hinstellen soll. Wobei ich produziere momentan so viel im Voraus, dass ich mit dem Spiel wahrscheinlich fertig bin, bevor ihr diese Episode hier zu sehen bekommt, in der ich euch frage. Insofern können wir den, ja, wir können ihn nicht in die Mitte stellen. Das geht nicht wegen diesen Feldern. Vielleicht stellen wir ihn dahin, wo wir ihn am häufigsten sehen. Und das ist aus meiner Sicht jetzt vielleicht hier an die Ecke, weil ich ja hier sehr oft rumlaufe und wir diese ganze Stelle hier sehr oft auch im Video sehen. Jetzt hast du drei Gartenzwerge, Merit. Freust du dich? Bist du nicht mehr so alleine? Das sieht richtig zwergisch aus. Wow. So, genug geulkt. Jetzt werde ich noch ein bisschen diesen ganzen Kram hier wieder abwerfen, damit ich ein möglichst leeres Inventar habe. Und dann beame ich mich mit Merit über den Teleporter hier zurück in die tiefe Welt. Und dann werden wir dort ein bisschen weiter aufräumen und da geht's für euch im Video gleich weiter. Und da ist Merit zurück in der tiefen Welt und wir machen weiter mit ihrer Erkundung. Da kann ich einen kalten Kristall einwerfen. Obsidian ist ja im Moment unsere begehrteste Ressource. Weil es da noch zwei neue Rüstungen zu machen gibt, von denen ich noch nicht weiß, wofür wir sie eigentlich brauchen. Hey du! Ah, läuft gut. Wir machen deutlich mehr Schaden. Wir haben ja in der letzten Episode Merit mit neuem Schwert und neuer Halskette, neuem Amulett ausgestattet. Und das macht sich gleich wieder bezahlt. Jetzt drei. Ja, ich habe drei Obsidian. Sehr gut. Und du bist jetzt dran. Komm. Ich brauche ein bisschen Eisen. Erstmal alles umhauen und dann gucken wir, was ihr so Schönes fallen lasst. Der Skorpion ist immer so ein bisschen unentschlossen, was seine Angriffe angeht. Oh, der kann vergiften. Ja, ist ja irgendwie auch logisch. Hatten wir bisher aber nicht. Huh, jetzt schon. Eisenschrott ein bisschen. Ansonsten diese Feuerballspruchrollen und diesen ganzen Kram. Aber grundsätzlich erstmal nichts Neues. Ist was? Und lass uns schauen, wohin uns das hier führen soll. Also während dem Zuschlag bist du echt hyperaktiv. Jetzt macht der Sack mich hier wieder langsamer. Und von euch hier will ich gar nicht erst anfangen. Uff. Mei, oh, mei, oh, mei, oh, mei, oh, mei. Hey, Freunde, langsam. Ich
Die machen aber echt ordentlich Schaden. Ich brauche wirklich mehr Magieresistenz. Schaut euch mal meinen Lebensbalken an. Übel. So, dann machen wir Folgendes. Du isst was und du trinkst einen Heiltrank. Und ich gebe dir auch einen Ausdauertrank normaler Qualität. Und dann bist du wieder einsatzfähig. Oh, das könnte ja sonst wohin führen hier. Der Abzweig. So eine einfache Sackgasse ist das vielleicht gar nicht. Kristall der Macht. Sowas hattest du dabei. Hat dir aber nicht geholfen. Alter, guck mal, diese Vergiftung, die ist echt nicht schlecht. Die ist nicht von schlechten Eltern. Der ist am nervigsten, wenn man da so langsam wird und dann rennt der weg. Oh, wie so eine Sumpfspinne. Schlimm. Warum landet der Obsidian eigentlich immer am gegenüberliegenden Ende, von da aus betrachtet, wo ich diesen kalten Kristall da reinwerfe? Huh? Das soll mir Murphy mal erklären. Törtchen und Baklava. Ich kann nicht jedes Mal einen Heiltrank benutzen, wenn ich ein bisschen lädiert bin. Die hier sind das kleinste Problem. Die machen nicht viel Schaden, kann man blocken und sind schnell weg. Und lassen sogar ein bisschen Kupfer und Eisen liegen. Das ist auch kameradschaftlich. Na, wer kommt da? Erstmal nur du. Kein Problem, komm. Merit, schnetzel dich klein. Du hast sogar einen Bernstein dabei gehabt, deiner Eisenhosentasche. Au, wow, wow, das ist natürlich übel bei denen, aber passiert zum Glück nicht so oft. Nicht vergessen, Baklava zu naschen nebenbei. Auch nicht vergessen, einen kalten Kristall zu werfen. Ah, guck mal, hier ist es ist in meine Richtung gefallen. Okay, Murphy, ich habe dich zu Unrecht verunglimpft. Eins. Jetzt bleib doch mal stehen, du Klimaanlagenmechaniker. Die Blitze hauen schon echt rein. Wow. Die Blitze machen mir zu viel Schaden. Ihr solltet aufhören, mich hier anzugreifen. Und aufhören, durch die Gegend zu laufen. Und du bist das allerletzte Problem, was ich hier habe. So, was sagt eigentlich unsere Statistik? 322.000 Erfahrungspunkte. Bei 380.000 gibt es den nächsten Level-Up. Den könnten wir hier noch erreichen. Ich bin ja auch der Ansicht, das habe ich ja letzte Episode schon erzählt, dass wir noch mindestens in ein weiteres Gebiet müssen, weil wir noch kein Gold entdeckt haben. Aber es gibt Gold. Es gibt Gold, Golderz. Und ich nehme an, das wird so wie die anderen Metallerze und das Schwefelerz auch einfach so rumliegen. Und sich wie Steine abbauen lassen. Und solange wir das nicht entdeckt haben, sind wir auf keinen Fall im letzten Gebiet. Sodass vielleicht sogar Level 19 noch drin wäre. Wird natürlich immer schwieriger von Level zu Level, da noch irgendwie
das hinzubekommen. Irgendwann muss ich dann auch mal anfangen, meinen Gulasch zu verbrauchen. Das habe ich... Vorsicht. Das sind vielleicht ein bisschen viele. Ne? Vielleicht. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht auch doch. All ihr nervt mich gerade echt hart, wisst ihr das? Also wenn hier echt so viele kommen, ist das wirklich böse. Aber ich habe ja so viele schöne Tränke und so viele Fruchtkuchen dabei. Da habt auch ihr in so großer Zahl einfach keine Chance. Schaut nur. Merit triumphiert, auch wenn er vielleicht ab und zu mal den Rückweg antritt. Sein taktisches Zurückweichen. Und da ist der Männerchor wieder. Es sind hier nicht weniger geworden. Es kommt die ganze Frostbrigade, die habe ich ja gefressen. Oh. Meiner Treu. So. Merit, erstmal der da. Jetzt legen wir uns mit dem da an. Das war aber echt bisher das größte Grüppchen. Wow. Mal kurz ins Baklava beißen und auch noch einen Kuchen hinterher schieben. Das hätte echt wehgetan, wenn ich da nicht dagegen geheilt hätte. Krass. Aber der Chor ist noch nicht still. Da sind noch zwei Vertreter und singen ihren Kantus. Oh, ihren explosiven Kantus. Aber jetzt ist hier Ruhe. Hoffe ich. Törtchen. Und Baklava. Und mal wieder die... Oh. Mal, da kommt irgend so ein Typ. So eine Rüstung. Ach, schaut mal. Hier haben wir angefangen. Das geht hier in so einem Bogen. Das könnte sich hier oben wieder treffen. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Oh, da ist noch ein Männerchor. Machen wir erstmal den hier klein. Moment. Du musst so stehen, dass der Feuerball-Typ erstmal nichts erreichen kann. Moment. Ah, nee, das ist ein Blitztyp. Das ist nicht gut. Den sollten wir vorher ausschalten. Der sorgt sonst nur für dicken Schaden, während ich hier mit dem Trumm beschäftigt bin. Und da ist ein Skorpion. Und fängt sich einer ein. Und das war ein Skorpion. Ah, ich höre sie singen. Ich höre sie singen. Das sind zwei. Oh. Sag mal, ihr habt auch nur Bässe. Ihr habt gar keinen Tenor in euren Reihen. Kann das sein? Nicht mal ein Bariton, so wie sich das anhört. Ah, da ist so ein Frosty dazwischen. Da sind zwei Frostys dazwischen. Ne, das ist ein Blitzi. So. Ah, Moment mal, es kommt als nächstes. Der da. Jetzt ihr. Oh, der lebt ja noch. Der lebt noch. Fehler im System. So. Oh. Ja, mit einem Schrott. Und jetzt zu uns hier. Jetzt stört euch hoffentlich nicht, dass ich während unseres Duells hier
Backwerk nasche. Ihr dürft euch währenddessen gerne auch die Gelenke ölen. Das ist völlig okay. Wir machen ja Fairplay. Oh, da ist der Chor wieder. Was? Alleine zwei Stimmen kann das sein? Aber auch nur zwei Tiefe. Das ist wieder ein Abzweig hier. Darum ist hier so viel los. Ich denke mal, dass wir die Rüstung aus Obsidian in der nächsten Episode machen. In der beschränken wir uns mal darauf, einfach nur zu sammeln. Und ich denke mal, dass der Abzweig hier, dass der da oben auf den Weg mündet, den wir schon kennen. Hier so, dass es hier rumgeht. Und dann gucken wir uns die Sackgasse nochmal näher an. Wobei, wenn ich davon ausgehen muss, dass das eine Sackgasse ist, und das muss eigentlich eine Sackgasse sein, dann sollte ich ihre Erkundung vielleicht doch vorziehen. Wenn ich Pech habe, geht es in großem Bogen wieder zurück. Also ist doch keine Sackgasse in dem Sinne. Ja, es geht einfacher als in der letzten Episode hier mit dem neuen Gear. Oh, Moment. Die beiden gehen vor. Ja, Sackgasse, okay. Na dann komm. Sehr gut. Jetzt gönne ich dir mal einen Schluck aus der Heiltrankpulle und ein Baklava. Über diese Schädel, wow. Was habt ihr denn gegen irgendwelche anderen Humanoiden, die hier reinlaufen? Warum seid ihr so bösartig? Fragen über Fragen. Diese ganzen Kristalle hier, diese Kristalle der Macht, die baue ich auch nicht ab, weil ich im Moment nicht weiß, wofür ich die eigentlich brauche. So ein paar habe ich daheim in so einer Truhe, so 20 plus. Das muss erstmal reichen. Die baue ich dann offcam ab, wenn ich der Meinung bin, den Bedarf zu haben. Obsidian! Au, du bist mir sogar ausgewichen, du Sack. Es ist zwar schön, in deiner kühlenden Aura zu stehen, hier in dieser Hitze, aber... Ah. Oh. Hier geht's nach oben. Aha. Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber gut. Ja. Also, gucken wir mal. Da sind wir hergekommen und haben jetzt hier in einem sehr weit entfernten Gang einen weiteren Aufstieg gefunden. Da müssen wir wohl irgendwie was machen, ne? Wie ich da noch drauf komme. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass wir am Alpha Centauri Portal, am Teleporter, dann unseren Weg wieder aufnehmen mit der Erkundung. So ein bisschen machen wir noch. Und gleich kann ich wieder sprinten. Sprinten mit Printen. Aber jetzt, wo ich den Ausstieg gefunden habe, erwarte ich eigentlich hier in dieser Welt, in diesem Dungeon, gar nichts mehr Besonderes. Oh, habe ich dich vergessen? Hä? Nee, du bist... Ich kann dich nicht einfrieren. Nee, das geht nicht. Okay, dann ist das hier ein Darstellungsfehler. Apropos Darstellungsfehler, das Spiel wird fleißig weiter gepatcht. Auch die deutsche Sprachversion. Ich weiß gar nicht mehr. Ah, guck mal, hier kann man noch was machen. Oder sind die dann irgendwann einfach wieder warm? Also schmelzen die wieder? Das wäre auch nicht ganz unlogisch, dass sie sich regenerieren, diese Lavapötte. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das Spiel wird weiter fleißig gepatcht. Die deutsche Sprachversion wird weiter aufpoliert.
Jetzt heißt Glut auch Glut. Das hieß ja neulich noch anders. Da habe ich mich doch drüber aufgeregt. Und ja, ganz offensichtlich regenerieren sich diese Lava-Töpfe hier und man kann im Zeitablauf dann immer wieder irgendwelches Obsidian draus gewinnen. Das ist schön. Dann ist Obsidian doch gar keine so seltene Ressource. Ist halt nur schwierig, also langwierig zu farmen. Deswegen nehme ich jetzt mal gerade alles mit. Oh, ich kriege da Schaden. Ja, guten Morgen. Deswegen heißt es ja auch werfen, gell, Merit? Aber ab welchem Abstand kannst du das eigentlich werfen? Du gehst ja ran. Ich muss wirklich weglaufen. Wenn ich in dem Abstand stehen bleibe, in dem Merit da reinwirft, seinen kalten Kristall, dann wird das nichts. So, aber was ich noch sagen wollte, das Spiel wird nicht nur weiter gepatcht und da werden nicht nur weiter kleinere Bugs und Sprach- oder Übersetzungsfehler rausgenommen, sondern es kommen auch immer wieder kleinere Neuigkeiten ins Spiel rein. So gibt es zum Beispiel jetzt durch den letzten Patch, der irgendwann Ende Juli 2021, wenn ich das hier gerade aufnehme, der letzte Patch, den es Ende Juli 2021 gab, der hat so ein Mannequin reingenommen ins Spiel, also so eine Schaufensterpuppe, die man irgendwie anziehen kann. Ich nehme an, dass man sich so ein Ding bauen kann und kann seine überschüssigen Rüstungen, die man nicht mehr haben will, da dran tun. Damit man sie halt hat und damit es ein bisschen schöner aussieht, als sie einfach nur... Oh, eine Sackgasse. Als sie einfach nur in den Kleiderschrank zu werfen. Das ist zumindest das, was ich mir darunter vorstelle. Ansonsten sehe ich da keinen Nutzen drin. Das können wir auch noch bauen. Will also heißen, wenn irgendwann mal jemand diese Episoden sieht auf YouTube, dann kann es sein, dass es in dem Spiel dann weitere Sachen gibt, die es, während ich es gespielt habe, noch nicht gegeben hat. Weitere Kleinigkeiten. Ja. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn ich die dann nicht mache, nicht benutze, weil es sie halt nicht gegeben hat auf meiner Spielversion. So, Check auf der Karte. Also, hier hinten, hinter Alpha Centauri, sind letztlich nur Sackgassen. Hier rund um das Rondell geht's weiter. Ich würde mal... Ah, wir gehen mal noch hier, machen noch den Kreis und dann gucken wir mal hier in diese Sackgasse rein. Ich habe nur noch 10 Törtchen dabei. Habe ich noch welche in Reserve? Also ja, habe ich, aber nicht dabei. Backler war es auch noch genug da, daheim in der Truhe. Und wir haben auch frischen Zucker, Merit. Wir können auch weiteres Baklava machen, aber ich glaube, ich habe noch 200 Baklava da. Das reicht vermutlich noch sehr lange. Du hingegen reichst nicht mehr so lange. Hau ihn um, Merit. Und da ist noch also ein Sackgesicht hier. Danke. Und jetzt kümmere dich um den. Und lass dich heilen. Oh, nur 2 Schrott für die ganze Bagage. Ich finde dieses Rondell hier oben immer noch etwas beeindruckend. Dafür, dass es keinen Sinn zu haben scheint, also keinen weiteren Nutzen als einfach nur eine sehr schicke Kreuzung zu sein. Da geht noch ein kleiner Weg ab, aber wir konzentrieren uns mal auf das da oben. Hier sind noch ein paar. Oh, ja, genau. Ey, dieser Frostfuzzi, der schiebt mich aus dem Weg brutal. Mann. So, jetzt geradeaus. Das muss eine kleine Sackgasse sein. Wir nehmen natürlich den wieder geschmolzenen Lava-Pot hier vorne mit. Jawohl. So, das kann eigentlich nicht tief
sein hier. Ah, da ist aber durchaus wieder Chorprobe da hinten. Das ist kein Chor, das ist eine Boygroup. So, Freunde der Nacht. Oder Freunde der Lava. Korpo beendet. Wow. Oh, der kam zu spät. Wirf. Geh weg. Obsidian. Und weiter. Und da ist noch einer. Frostnebel. Oh, wow. Seid ihr viele. Sehr gut. Törtchen. Und hier Tempo. Tempo, Tempo. Und das Blocken nicht vergessen, Merit. Aklava. Heilung. Danke. Schrott. Prima. Läuft. Und hier war der Chorprobenraum. Einer der vielen. Ja, wie erwartet, nur eine kleine Sackgasse. Ja, dieser Weg und die werden sich auch irgendwie treffen. Der da abzweigt, gut, der ist so ein bisschen schmal. Das ist der da drüben aber auch. Also der kann noch Ausmaße annehmen. Und weil wir nicht so genau wissen, wie viele Ausmaße das hier noch annimmt, schlage ich vor und werde es auch tun, die Episode hier zu beenden. Ich werde noch ein bisschen hier durch die tiefen Welten jetzt hier rauschen in Richtung da, wo ich herkam, also hier diesen ganzen Weg, um noch ein bisschen die wieder geschmolzenen Lavapötte abzufarmen, was Obsidian angeht, damit wir genug Obsidian haben, um uns in Gwirland eine neue Rüstung zu bauen, diese Obsidian-Rüstung. Und mit der in Gwirland geht's dann für euch weiter im nächsten Teil. Bis dahin!